bin gespannt, was es hier gibt. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe mich teilweise ein bisschen gespoilert durch andere Streams, aber ich glaube, ich habe noch niemanden hier gesehen. Bei der Gnade, wenn ich je wieder einen Felsen sehe. Ich werde ihn finden, daran besteht kein Zweifel. Der Altar der Schmiede kann nicht weit sein. Ich weiß nicht, ob ich hier sein will. Da schmilzt doch meine Rüstung. Hä? Oh, das ist aber mal so ein offizieller Text, ne? Treffe sie an ihrer Schwachstelle. Wenn man schon einen offiziellen Tutorial-Text bekommt, dann. Oh. Treffe sie an ihrer Schwachstelle. Sie Plural? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, ich sehe eine Schwachstelle. Chat, sei mal leise. Nein, er hat uns gesehen. Sehr ungünstig an der Ecke. Willst jetzt aber nicht weitergehen, oder? Irgendwie schon. Das Heilen hat jetzt voll gebracht. Ui. Mister, deine Keule. Was soll denn das? Kann mal gucken, wo wir so kartenmäßig eigentlich sind. Na. Dann fahren wir halt mal wieder alles auf, ne? Ich glaube, ich habe ihn jetzt nur wütend gemacht. Oh mein Gott, ich komme mit diesem langsam nicht klar, ne? Und dann macht er wieder irgendwas Schnelles. Ich glaube, hier hat man es als Magier leichter, oder? Aber Blitz kann ich nicht hinten machen.
Ja, Monster mit Rücklicht. Das Gefühl, ich darf den echt nur so einmal hauen und muss wieder weg. Ich meine, ich habe noch 4 Flaschen. Wir kriegen das hin. Schmiedestein 5. Funktioniert hier eigentlich. Ich wollte. Funktioniert im DLC eigentlich Margits Kette? Ja, man wird immer schnell gierig. Weil in der Regel so 2 Schläge meistens okay sind, aber bei dem teilweise nur einer. Ich gehe gerade noch mal ans an die Gnade. Muss ich wirklich die Leiter nehmen oder kann man da auch springen? Ich weiß es nicht. So, und jetzt gehen wir rechts. Werfen versuchen. Werfen versuchen. Warum hier? Es wird auch sehr viel gut bewertet. Sehe ich jetzt noch nicht. Ob es irgendwas mit den Ketten oder dem Ding, dem Rohr zu tun hat, aber. Weil die Lavaschnecke fällt ja vorher runter. Du den Gegner üben? Nö. Ich wollte jetzt nur nicht mit 4 übrigen Lebensflaschen hier weitermachen. Deswegen bin ich nochmal zurück. Starker Feind voraus. Sind sehr vorsichtig heute. Ja, das kann man als Snipe-Spot nehmen, ne? Keine schlechte Idee. Da ist eine Leiter. Macht nicht so viel Damage. Nachteil ist natürlich mit Fernkampf, du kannst ja nicht den Rücken angreifen, ne? Das wird ein bisschen mühsam. Die Frage, ob er gegen irgendwas empfindlich ist. Gift oder sowas. Wer
Wer weiß. Warten aufs Bild ab. Falls es überhaupt kommt. Junge, ich habe nur noch 5 Pfeile. Und keine Ausdauer mehr. Ich schätze, Gift ist relativ resistent. Okay. Haben irgendwie so Kristallpfeile oder sowas? Ich weiß nicht, was ein verweilender Pfeil ist. Ich glaube, ich muss runter. Also. Gut, wenn man den anderen vorher entdeckt hat, dann hat man hier schon wieder das Ganze ein bisschen leichter. Gasstein. Okay, weiß noch nicht, was wir damit herstellen. Diese Schmiedesteine übersieht man so leicht, ne? Hier die. Sollte man aber alle schön mitnehmen. Da ist noch einer. Kommt ein Lava-Plop um die Ecke? Ne, du. Material, ja. Ach nein, das ist noch so einer.
Der macht auch immer irgendwas, was ich nicht erwarte, ne? Okay. Goodie. Sieben, wir nähern uns. Sechs. Warum immer Sackgasse? Weil es nicht endlos weitergehen kann. Jetzt müsste ich auch endlos diese Gegner besiegen. Das wäre grauenvoll. So, der nächste. Weil es so schön war. Das habe ich kaum gesehen. Ich lerne dazu, Junge. Nein, mach was andere. Mach was. Ah. Scheiße. Ach, come on. Weißt du, in dem Moment, ich wusste, ich hätte einfach bei einem Schlag bleiben sollen. Es hat gut funktioniert mit einem Schlag und weg. Und dann haut er einfach zweimal kurz mit der Keule noch zu, ne? Ach, das ist nicht zu fassen. Wir können es doch sicher irgendwen ersparen, oder nicht? Oh mein Gott, dass man die auch nicht anvisieren kann, wenn sie am Boden sind, ne? So, ihn könnten wir vielleicht umgehen. Was kann man hier noch hoch? Ich bin unten lang gegangen, ne? So, dann schleichen wir uns mal nach unten. Okay. Und dann die Ecke hatten wir, und dann bin ich da durchgegangen. Aber oben geht's auch noch lang, das müssen wir uns merken.
Und wieder rein. Hallo. Ey, ich wollte gerade noch sagen, jetzt habe ich Angst, dass ich runterfalle. Scheiß Blob kann mich mal. Ich springe hier runter, weil ich will den anderen nicht triggern. Ich weiß nicht, ob das vielleicht hilft. So, schon sind wir hier. Gut, meine ich mal einen Bossfight, ey, so wie ich mich buffe. Darf ich mir erstmal das Item klauen, vielleicht? Haben wir das auf jeden Fall. Ah, ne! Ich hab dich vergessen. Okay, jetzt. Wenigstens hat das diesmal funktioniert. Nach einer Weile wird man halt einfach ungeduldig, ne? Oder ich zumindest. Dann hau ich doch zweimal. Finally! Der Boss ist dann 10 von denen. Sackgasse? Das ist eine gute Idee. Ah, oh, okay, da hat das Rohr runtergelassen. Ah, okay. Der hat das Rohr runtergelassen irgendwie. Das ist nämlich eben definitiv nach oben gelaufen. Manchmal ist es gut, wenn man Spieler beobachtet. Das müssen wir noch, das Rätsel müssen wir noch entschlüsseln.
Ich hätte die La Treppe da einfach gehen sollen. Aber kommen wir jetzt nicht einfach nur wieder zu dem Typen von eben? Ah. Gut. Kann ich es mit Pferd machen? Na! Oh mein Gott. Wächst die Lava? Kommt die Lava entgegen? Wieso bist du denn zur Seite gelaufen? Oh mein Gott, wieso greifst du denn von der Seite an? Was soll der Mist? Doch ein Herzanfall hier. Aber hätten die den Sprung nicht machen können. Nee, das ist auch so beabsichtigt. Ja. Will ich jetzt da drauf springen? Bevor wir oben weitergehen? Ich glaube schon. Ah. Dann setzen wir uns noch mal kurz. Das haben wir uns verdient. Eieiei. Oh, mein Rücken. Ich sitze auch wieder wie ein Schrimp da. Eieiei. Kann ich so welche jetzt irgendwie abkürzen, ne? Ah, deswegen hier auch, dass man vorher die schon runterschießt. Weil die sieht man auch noch gar nicht, ne? Die ploppt. Außer man muss die triggern, zurücklaufen, das ist ja auch doof. Ja, dieser ganz tolle Sprung. Ich hasse ihn.
ist hier rum. Gut. Können alle wieder atmen. Wahrscheinlich möchte ich hier noch gar nicht sein. Amboss-Hammer. Okay. Auf jeden Fall im Prinzip ein kleiner Dungeon, den man ganz gut mal so am Anfang machen kann. Bei den großen mit den Keulen braucht man nur Ausdauer. Nur einmal hinhauen auf dem Rücken. Aber jetzt irgendwie kein krasser Boss oder so irgendwas. Okay. Denke also ganz gut für den Anfang. Das hat sich ja gelohnt. Ja, wenn man die Waffe haben will. Und aber für die ganzen Schmiedesteine. 100 pro. Weil man ja doch immer neue Waffen jetzt findet und die muss man ja auch irgendwie aufrüsten. Apropos, wir gucken uns die mal an, die Waffe. Bräuchte ich Weisheit. Das, was ich wirklich so gar nicht gelevelt habe. Weisheit 11. Schmiedekunst Speere. Oh, ich würde gerne wissen, wie das funktioniert, ne? Wie das aussieht. Schade. Oh, Mensch. Brauch mehr Weisheit. Kann halt leider, kann halt die Special Move da nicht ausprobieren. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie so Speere aus dem Boden kommen oder sowas. Achso, du meinst das. Irgendwie habe ich das gerade ironisch gelesen. Ich weiß nicht, warum du meinst das wirklich, dass sich das gelohnt hat. Ja, ich meine, es hat sich auch tatsächlich gelohnt. Ja, stimme dir zu. Ich würde so gerne die Waffe testen können, ne? Weisheit 11. Ich müsste mal gucken. Ich meine, man kann sich ja umskillen jederzeit. Das Ding ist, man braucht halt so eine Larve. Wie heißen die Dinger? Ich weiß nicht, ob ich da noch eine habe. Also kann ich mir die aussahen. Das ist nur so eine grobe Vorstellung, wie die aussahen. Da fällt mir ein. Ich müsste im Hauptgame eigentlich noch ein paar Sachen machen. hier. Oh, ich habe noch 8. Ja, klar, und dann ist halt die Frage, was verringert man? Ich könnte Arkan 3 wegnehmen. Weil ich will es halt nur mal ausprobieren, das Verfahren. Ich weiß nicht, ob ich dann auf diesem bleibe. Ich müsste mir nur merken, was für Werte ich hatte vorher. Weil ich habe nichts, benutze nichts, wo ich Arkan für brauche, oder? Das ist, glaube. Normalerweise habe ich immer nur Stärke. Stärke und Glaube. Das ist immer eine andere Waffe. Oh, die war auch neu. Stimmt, diese Schmiedeschrift-Dolch, der war auch neu. Der ist auch Glaube und Weisheit.
Genau, brauche ich auch keine Weisheit für. Da brauche ich keine Weisheit für und da brauche ich keine Weisheit für. Arkan. Wie sind meine Zaubern? Die Gebete dürfen ja keinen Arkan benötigen, ne? Das würde keinen Sinn ergeben. Okay, also bei Arkan könnte ich es abknipfen und dann wäre es gar nicht so ein großer Unterschied. Dann könnten wir das Ding mal ausprobieren. Dann lasst uns mal zur Lady Renala. Will das Ding testen. Ich werde wahrscheinlich nicht mit dem rumlaufen, aber weil es so lustig ist. Ah, is it thy wish, Tink? Now. So, wir machen alles wie vorher von den anderen Sachen. 40, 23, 29, 40, 20, 50, dann. Ach so, ich darf nicht weg, ich darf drei wegnehmen, ne? Ah, oh, shit. Ich darf da nicht drei wegnehmen. Das kann man Screenshot von meinen Werten machen. Nicht, dass ich das nachher doch noch vergeige. Das ist natürlich schade. Soweit habe ich nicht gedacht. Dann machen wir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thou art my son. Ja. Immer noch nicht benutzen. Oh, es war 11. Ich dachte, es wäre 10 gewesen. Kann ich noch irgendwie irgendwas ausrüsten? Kann ich es ausrüsten, was einem Weisheit gibt, ne? Oh, mir hätte ich 10 in Erinnerung. Okay. Hätte ich das Ding gleich mal angezogen, ne? Hätte das gereicht sogar, ohne mich zu. Wie viel gibt es einem? Ich meine, da ist man zwar auf den Anhänger angewiesen, aber ich weiß ja eh nicht, ob ich glaube nicht, dass ich ernsthaft die Waffe lange benutzen werde. Das gibt einen. Fünf. Ich brauche 11, ich habe 7. Aber dann könnte ich mir meine Punkte wiedergeben. Das sind ja dann 12. Gib mir zurück. Now. Voll vergeudet, aber okay. Hätte ich da vorher mal geguckt bei den Talismanen. Wieso kann ich dich nicht unterbrechen? Danke. So, jetzt können wir es testen. Fettroll ich eigentlich? Oh ja. Harter Fettroll.
brauche mal jemanden zum Testen. Wahrscheinlich sterbe ich gleich. Ist ja halt auch noch nicht gelevelt, die Waffe, ne? Ich meine, es ist die Waffe auf Null. Wenn man Bock auf große Waffe hat, könnte schon ganz nice sein. Aber mir ist sie wahrscheinlich zu langsam, so, weil sehr viele Gegner in dem Spiel eigentlich eher schnell sind. Also, oder die schwierigen sind halt die schnellen. Sind die alle tot hier? Okay. Vergesse gar nicht, dass ich kein Schild mehr habe gerade. Was da wohl für eine Nachricht steht. Ich hätte jetzt auch Rumpf erwartet. Ich überlege gerade, ob ich die leveln will. Ich guck mal, wie viel Schmiedesteine ich so generell habe. Ah! Tasten drücken ist nicht immer meins. Okay, ich habe 11 von euch. Können wir machen? Können wir machen? Nur ein Dreier. Ein Dreier habe ich. Bevor ich das mache, hab ich... Ach nee, der andere, das braucht ein Achter, ne? Hier, das da. Habe ich eh nicht. Und das hier. Ach ja, war das. Nur, dass ich jetzt nichts verschwende, wo ich für meine Hauptwaffen brauche. Was ist denn meine reguläre Waffe? Hä? Wo bist du denn? Wieso sehe ich gerade meine normale Waffe nicht? Wahrscheinlich, weil man sie nicht mehr upgraden kann. Okay. Von denen. Braucht jemand welche? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Mm.
Besser mit zwei Händen, I guess. Ups, ich habe den zweiten nicht gesehen. Schon ganz schönes Getöse. Es wird sich witzig, wird aber nicht meine Hauptwaffe, allein weil ich einen Talisman-Slot dafür halt drauf geht bei mir. Mit der Weisheit. Ja, auf jeden Fall klar. Gefühlt fürs Timing brauche ich noch. Schwingt sehr langsam. Ah, Gift. Tja. Machen wir das doch vielleicht. Kann ich das hier hinmachen? Ratten. Ich komme mir vor, als würde ich mit so einem Bügeleisen oder so irgendwas rumlaufen. Hä, wieso bin ich... War ich eben nicht draußen schon aus dem Gift? Festliches Fett. Fett mit Blümchen. Der Vogel da jetzt auch weggeflogen ist, ne? So, ich will da vorne auf die zu diesem Häuschen. Das sieht vielversprechend aus.
Oh Gott sei Dank. Ich dachte, da wäre ein Abgrund. Ah, warten. Da kommt man bestimmt auch noch hin, oder? Ich muss noch einen Screenshot machen. Mit oder ohne Licht? Schon so dreckig. Ist gerade so dunkel hier. Aber der Hintergrund ist schon sehr cool. Oh, danke für die Lichtänderung hier. Das Game hat mich gehört. Boah. Sonnenuntergang. Nice. Okay. Was? Ist so dunkel. Ich will da und da hingucken, Mann. Es wird ja immer besser. Scheiße. Ist das so ein Sprungding? Aber wieso? Was sind das für Steinchen? Hä? Okay, das ist kein Sprungding. Was ist das? Hä? Plötzlich sehr viele Blutflecken hier. Ah. Wahrscheinlich ist es sozusagen noch blockiert oder so, ne? Warte mal, die eine Nachricht fand ich hilfreich. Hier ändert sich auch zu alle 2 Minuten das Licht. Talisman der Furcht. Oh, Bale, Tyrannentrachling, schmerzen eure Wunden noch. Ups, ich wollte es nicht cutten. Bald euch legt alles in Schutt und Asche. Vernichtet die Stolzen, die Eingebildeten, jeden Einzelnen aus diesem arroganten Haufen. Was war das Zweite, was du gesagt hast? Hat euer Zorn seinen Höhepunkt noch nicht erreicht? Okay. Verstärkt die Wirkung von Magma. Na toll.
Talisman, der den grausigen Drachen des Klingengipfels darstellt, dessen Gebrüll die geschmolzene Wut des Gipfels zum Kochen bringt. Verstärkt die Wirkung von Magma. Bael war der Name des fürchterlichen Drachens, ein schrecklicher Vorbote der Zerstörung, dessen Herausforderung an den uralten Drachenfürsten in einer schweren gegenseitigen Verletzung endet. Tö. Wenn man so Drachen-Anrufungsdinger macht und Magma, ist wahrscheinlich nice. Okay. Ich habe jetzt aber noch nichts bezüglich dieses komischen Dingens hier gefunden. Keiner weiß so recht, was machen wir hier. Yeah. Okay. Will ich hier sein? Keine Ahnung. Einfach mal das Gift komplett übersprungen, aber da gehe ich später auch wieder runter. Noch so ein Ding. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So kann man hier auch landen, verstehe. Abkürzung. Okay. Ja, ich bin jetzt hier. Festung des Tadels. Nicht mal eine Karte hierfür. Ich werde auf jeden Fall das Giftgebiet vorher machen, bevor ich hier weitermache. Jupp. Boah, ich mag weitermachen, aber ich muss Pause machen. Ich darf in meinen Arm nicht mehr als 2 Stunden, das kommt meistens nicht gut. Okay, den töten wir noch. Einen machen wir noch. Das ist noch ein Bonfire. Keine Chance gehabt. Gesegneter Knochensplitter. Ich kann nicht aufhören, aber ich sollte. Yay, Schmiedestein 8. Jetzt kann ich natürlich diese andere Klinge upgraden. Oder den Hammer, aber ich werde wahrscheinlich eher die Klinge nehmen. Außer ich finde noch was Geiles.
schon wieder irgendwen sich kloppen. Okay. Hinsetzen. Schluss machen. Das war das Elden Ring DLC, soweit. Ein kleiner Einblick. Ich hoffe, euch hat es gefallen.